Jahr der Gründung Steudens ist uns unbekannt. Urkundlich kommt es zuerst im Jahre 1264 unter dem Namen Studene vor. Es gehörte zur Freiherrschaft Schraplau im Besitz der Herren von Schraplau, welche auch Bornstedt und Eichstätt innehatten. Um 1200 wurde diese Herrschaft Lehen von dem Erzbistum Magdeburg. Etzdorf, das zuerst unter dem Namen Erhardesdorf 1120 vorkommt, dann 1400 in der Halberstädter Archivsmatrikel Erdestorp genannt wird, wurde Besitz der Stiftsdame Friederike Eveline von Waldenburg, der ältesten Tochter des Prinzen Ferdinand. Sie starb mit 45 Jahren in Etzdorf. Danach kam dieser Ort in den Besitz ihrer drei Geschwister. Nachdem nach den Befreiungskriegen von Napoleons Herrschaft durch den Wiener Kongress die Besitzverhältnisse geregelt waren, fiel die ganze Grafschaft Mansfeld an das Königreich Preußen, wurde zu der neu gebildeten Provinz Sachsen geschlagen und bildete im Regierungsbezirk Merseburg die beiden Mansfelder Kreise, den See- und den Gebirgskreis. Im ersteren liegt unser Steuden, und zwar nahe der Südgrenze, denn unsere südliche Flurgrenze, die Marke, bildet zugleich die Grenze gegen den Merseburger Kreis. Der östlich dem Dorfe gelegene Flurteil enthält die Wüste Mark Melmsdorf. Wann dieselbe wüst geworden, ist unbekannt. Mit welcher Einwohnerzahl Steuden seinen Anfang genommen hat, wird sich aus Mangel an Quellen wohl nie feststellen lassen. Einen Anhalt gewährt uns das im Turmknopfe vorgefundene zweite Schriftstück des Gerichtsschöppen Paul Kramer vom 31. August 1717, aus welchem sich die Einwohnerzahl dieses Jahres in etwa mit 295 feststellen lässt. 1836 ist Steuden mit 81 Häusern und 540 Einwohnern angegeben, Etzdorf mit 4 Häusern und 70 Einwohnern. Mit steigender Einwohnerzahl nahm auch die Anzahl der Schulkinder zu. So besuchten im Jahre 1856 150 Mädchen und Jungen die Steudener Schule. Das waren 134 aus Steuden und 16 aus Etzdorf. Im Jahre 1877 waren es 176 Schüler, davon 148 aus Steuden und 28 aus Etzdorf. Die Steigerung der Schulkinderzahl wurde besonders durch den Zuzug von Arbeiterfamilien bewirkt. Im Jahre 1851 nämlich wurden die Besitzungen des 1848 verstorbenen Ortsschulzen Gottfried Dietrich von dem Gutsbesitzer Ludwig Nette zu Besenstedt erkauft. Dadurch verschwand eine den größeren Besitzern angehörige Familie und Arbeiterfamilien traten an ihre Stelle. Leider war dies nur der Anfang. Nach und nach folgten Aris, Bröse, Rath, Barth im Verkauf ihrer Güter ebenfalls an Ludwig Nette. Infolgedessen hat sich der Arbeiterstand sehr gemehrt. Nach dem Neubau seines ganzen Gehöftes verkaufte auch der Gutsbesitzer Friedrich Becker im Jahre 1875 seinen schönen Besitz an den Amtmann Albert Schröder zu Etzdorf. Pächter dieses Gutes seit Johanni 1871 und Nachfolger des Amtmanns Rudolf Ziemann.
Die Hauptbeschäftigung der Bewohner ist die Landwirtschaft. Wenn auch die ungefähr 3500 Morgen betragende Feldflur sehr verschieden verteilt ist, so ist doch seit der 1838 ausgeführten Separation, also Flurbereinigung, kein Hausbesitzer ohne einen Hausplan von etwa einem halben Morgen, von dem der Besitzer wenigstens den notwendigen Bedarf an Kartoffeln ernten kann. Die Eigentümer von mehreren Morgen führen den Titel Kossaten, von denen ein großer Teil gewöhnlich eine Nebenbeschäftigung versieht. So sind eine große Anzahl Maurer, weil wir jetzt, Februar 1878, zwei Maurermeister im Orte haben. Eine geringere Zahl sind Zimmerleute, an deren Spitze ein Zimmermeister steht. Einer ist Sattlermeister, zwei Schneidermeister, ein Tischlermeister, zwei Fleischermeister, ein Glasermeister, drei Schuhmachermeister, ein Böttchermeister, ein Stellmachermeister, zwei Schmiedemeister. Auch kaufmännische Geschäfte, deren fünf bestehen, gehören zum Teil zu den Nebenerwerbsquellen. Als Erholungs- und Vergnügungsorte dienen zwei Gasthöfe und eine Restauration. Auch Musik wird viel als Nebenbeschäftigung betrieben und zwei Musikchöre sorgen dafür, dass die tanzlustigen Beine in fröhliche Bewegung versetzt werden. Die größeren Besitzer, welche zur Bearbeitung ihres Feldes Pferde halten, weshalb sie früher, weil sie etwas zum Anspannen hatten, Anspänner genannt wurden, sind meistens Aktionäre Teilhaber an den beiden Zuckerfabriken zu Schafstedt und Teutschenthal. Einige auch Teilhaber zugleich an der hiesigen Stärkefabrik Bachan und Compagnon. Der Stärkemacher in dieser Fabrik erwirbt hierdurch seinen Unterhalt allein, wie dasselbe der Fall ist mit dem Käufer in Etzdorf. Der Besitzer des Gasthofs zu Etzdorf zieht seinen Unterhalt dagegen aus diesem Geschäft, aus der Landwirtschaft und der Müllerei. Die räumlich etwa 25 Minuten von Steuden entfernt liegende Windmühle, welche aber politisch und kirchlich verbunden ist, hat die Müllerei auch als Nebenbetrieb, als Hauptbeschäftigung die Landwirtschaft. Seit Aufhebung der Polizeiverwaltung durch die Gutsherrschaft und Einführung der neuen Polizeiverwaltung durch Gesetz vom 13. Dezember 1872 bildet Steuden mit Dornstedt und Asendorf den Amtsbezirk Steuden unter dem Amtsvorsteher Gutsbesitzer Friedrich Bachan, wie dieser Orte auch zum Standesamt Steuden seit dem 1. Oktober 1875 unter dem Standesbeamten Gutsbesitzer Eduard Weber gehören. Unter den Ereignissen, welche die Vergangenheit bietet, wären vielleicht folgende als Interesse einer späteren Gegenwart und Zukunft gewährend hervorzuheben. In unserem ältesten Kirchenbuche schreibt der Prediger Johannes Stöpel: Anno 1669 im Oktober ist Feuer all hier in der Pfarrdarre auskommen und der ganze Platz sammend Scheunen und Ställen, wie auch allem getreidig, so in den Scheunen gewesen, mit draufgegangen. Dergleichen auch in der Pfarre nichts geblieben, sondern alles zur Asche geworden, welches auch dem Kirchenbuche, darein die Getauften, Verstorbenen geschrieben, widerfahren ist. Bei der Neudeckung des Kirchendaches wurden auf Wunsch und Kosten der Gemeinde am 8. Juni 1855 von dem Ziegeldeckermeister Müller zu Schafstedt der Knopf des Turmes abgenommen. In demselben befand sich neben einem Exemplare der augsburgischen Konfession eine kupferne Kapsel mit zwei Schriftstücken. Weil der Wortlaut derselben in der vor 300 Jahren üblichen Schriftsprache verfasst wurde und deshalb schwer verständlich ist, gebe ich ihn sinngemäß und gekürzt in heutiger Ausdrucksweise wieder. Die neu erbaute Kirche zu Steuden, die der heiligen Dreifaltigkeit gewidmet ist, wurde auf der Stelle errichtet, wo zuvor die alte baufällige Kirche stand. Die alte Kirche wurde 1697 abgerissen. Ein Jahr danach, am Donnerstag,
dem 28. April 1698 wurde mit dem Bau der neuen Kirche begonnen. Anno 1705 wurde die Kirche am Fest Trinitatis, diesen Namen erhielt sie auch, eingeweiht. Die Mittel zu ihrer Fertigstellung waren aber bald erschöpft, sodass auch die Kirchendecker die Arbeit einstellen mussten. Das Kirchenschiff war zwar fertiggestellt, doch mit dem Turmbau konnte erst begonnen werden, nachdem die dafür notwendigen Mittel gesammelt waren. Dann erst konnte der Kirchturm errichtet und nach 12-jähriger Bauzeit 1717 beendet werden. Der Turmknopf mit Wetterfahne wurde am 31. August 1717 um 6 Uhr morgens in Gegenwart vieler Menschen aufgesetzt. Das erste Kind, welches am 6. März 1699 in der neuen Kirche getauft wurde, hieß Hans Michael Köthe. Für eine würdige Ausstattung des Gotteshauses ist im Laufe der Zeit viel geschehen. So wurde wahrscheinlich im Jahre 1763 die zweimanualige Orgel, ein Werk von 20 klingenden Stimmen, nebst Manual- und Pedalkoppel erbaut. Da die Orgel durch die Zeit, wie durch frühere Vernachlässigung, sehr schadhaft geworden war, wurde sie im Jahre 1859 einer vorläufigen Reparatur unterzogen. Im Jahre 1838 wurden die schadhaft gewordenen inneren Teile der Kirche ausgebessert, das ganze Innere auch mit Kreide und Leim gestrichen. Die auf dem Kirchturm befindliche Uhr ist ein Geschenk. Nach einer an der Uhr befindlichen Inschrift ist die Geschenkgeberin Frau Katharina Graupengießer, wenn der Name richtig gedeutet ist, Ehefrau des Schafmeisters Hans Graupengießer auf dem Amte Etzdorf. Wann das Geschenk gemacht ist, findet sich leider nicht gegeben. Die zur Uhr gehörende Glocke wurde außerhalb des Turmes aufgehängt, damit ihr Ton recht weit gehört werde. Die Zugehörigkeit Steudens zur Grafschaft Mansfeld
ist durch das Wappen der Grafen über dem westlichen Eingange zur Kirche ausgedrückt. Weil die alte Kirchenorgel ihren Zweck nicht mehr erfüllen konnte, wurde durch Herrn Pastor Buse ein Orgelfonds gegründet. In diesen spendete mehrmals eine Frau Wallich aus Naumburg. So heißt es in der Chronik wörtlich: Da Frau Wallich aus Naumburg an der Saale unserer Gemeinde seit Jahren mancherlei größere Gaben hat zukommen lassen, so beschloss die hiesige Gemeindevertretung, den Platz zwischen dem Wohnhause des Zimmermeisters Otto Strich und dem Dorfplatze zu bepflanzen und nach ihrem Namen zu benennen. Nach Fertigstellung dieser Anlage erfolgte am Sonntag, dem 24. März 1912, in Gegenwart der Frau Wallich die Einweihung des Platzes. In der Mitte desselben befindet sich der große Erinnerungsstein mit der Inschrifttafel Wallichplatz und ist von Rosen und einem Eisengitter eingefasst. Er ist mit verschiedenartigen Bäumen und Ziersträuchern bepflanzt und ein Schmuck für das ganze Dorf. Wiederum hat Frau Wallich unserem Orgelbaufonds 300 Mark überwiesen. Im August des Jahres 1915 wurde die neue Orgel aufgestellt. Sie enthält, wie die alte Orgel, 20 klingende Stimmen und zusammen 1080 einzelne Pfeifen. 1917 beschlagnahmte der Staat zu militärischen Zwecken die Orgelzinnpfeifen. Die Abnahme dieser sogenannten Prospektpfeifen, im Ganzen 46, erfolgt am 18. Mai des Jahres. Die Orgel wurde dadurch ihres äußeren Schmucks beraubt. Soweit zu den kirchlichen Nachrichten. Weil Steudens höchstes Gebäude auch von außen her einen imposanten Anblick bietet, folgen nun noch einige Bilder aus dieser Sicht.
Am Erntedankfeste des Jahres 1909, den 3. Oktober, fand im Anschluss an den Hauptgottesdienst unter Beteiligung der Gemeindekörperschaften die feierliche Weihe unseres vergrößerten Friedhofs und der darauf errichteten Friedhofshalle statt. Nicht in der Chronik verzeichnet ist ein Kapitel Steudener Geschichte, das, so meine ich, ebenfalls erwähnt werden sollte. Es ist eines Mannes, eines Steuderners zu gedenken, der vor mehr als 150 Jahren nach Amerika auswanderte und dort seine nicht unbedeutenden Spuren hinterließ. Hermann Vollrath Ehrenberg wurde am 17. Oktober 1816 abends 10 Uhr geboren. So steht es im kirchlichen Taufregister. Sein Vater hieß Friedrich Vollrath Ehrenberg und war Gastwirt in Steuden. Seine Mutter war Johanna Sophie Juliana, geborene Neffe. Beide Eltern waren lutherischen Glaubens. Getauft wurde Hermann Vollrath am 20. Oktober 1816 in der Steudener Kirche. Hier nun einige Daten zu Ehrenbergs abenteuerlichem Lebensweg. Über Wetterkapriolen klagten die Menschen schon in früheren Zeiten. So schreibt die Chronik: Der 9. Julius 1845 brachte morgens gegen 5 Uhr eines der stärksten Gewitter mit großen Hagelkörnern. Doch trug der sehr heftige Sturm das Gewitter bald vorüber, dass der Hagelschaden in der hiesigen Flur nur ein mäßiger war. Der Anblick des heranziehenden Gewitters erfüllte die Seele mit Entsetzen. Weil der bisherige Gottesacker zu klein geworden war, wurde von der Gemeinde ein neuer beschafft. Der Gutsbesitzer und Amtsvorsteher Friedrich Bachan trat zu diesem Behufe 2 Morgen von seinem Plane an die Gemeinde ab. Der Kauf wurde 1855 abgeschlossen. Dieser Raum wurde durch eine 850 Taler kostende Mauer aus gebrannten Steinen umschlossen und der Eingang durch ein eisernes Tor verschlossen. Nachdem der bisherige Gottesacker eines Sonntags nach dem Vormittagsgottesdienste als Begräbnisplatz durch Gebete geschlossen war, fand die feierliche Einweihung des Neuen am 13. September 1870 statt. Im Jahre 1877 wurden auf Kosten der Gemeinde die Tafeln und Bänke in der ersten Schule erneuert. Die Dielung bezahlt die Kirche. Die zweite Schule wurde 1873 für 3.500 Taler erbaut durch den Maurermeister August John. Im Jahre 1902
wurde anstelle des bisherigen Schulzen Reinhold Strich, der dieses Amt 18 Jahre verwaltete, Herr Gutsbesitzer Karl John zum Gemeindevorsteher gewählt. Derselbe führte die vom Schulzen Strich begonnene Pflasterung der Dorfstraßen zu Ende, ließ den Dorfteich, die sogenannte Planpfütze, mit einer Mauer und einem Geländer versehen und sorgte auch im Jahre 1905 für Instandsetzung des Stephanbaches. Die sogenannte Kleinweide wurde mit einer Mauer versehen, Bach und der Fußweg mit Backsteinen gepflastert, auch ein Geländer von Eisen angebracht, damit niemand in den Bach stürzen kann. Da der Friedhof keinen Raum mehr zu neuen Gräbern hatte, so kaufte die Gemeinde von dem Rittergutsbesitzer und Rittmeister Herrn Bernhard Nette zu Besenstedt eine Parzelle Ackerland von 15 A Größe, welches an den alten Friedhof nach dem Felde zu angrenzt, und wurde das neue Stück in den Friedhof eingelegt und mit einer Backsteinmauer eingeschlossen. Auch wurde an der Südseite der neuen Mauer eine schöne geräumige Leichenhalle mit einem Kranz darauf erbaut. Eine kleine Kapelle mit Altar und Kruzifix soll darin hergerichtet werden, um diese bei ungünstigem Wetter während eines Begräbnisses benutzen zu können. Im Herbst des Jahres 1911 schaffte die hiesige Gemeinde eine neue Feuerspritze an, da die alte auf einer Fahrt zu einem ausgebrochenen Feuer kaputt gegangen war. Diese neue Spritze ist in Alsleben an der Saale durch Herrn Tetzner fabriziert worden und fand die erste Spritzenprobe im Beisein des Herrn Tetzner am 29. Dezember 1911 am Dorfteich statt. Die Ortschronik widmet auch viele Seiten dem weltpolitischen Geschehen, so unter anderem dem Ersten Weltkrieg. Weil der die Chronik führende Lehrer kaisertreu ist, bleibt an dieser Haltung befangen, dem sich dann die Namen derer anschließen, die bis zum 6. März 1916 in den Krieg ziehen mussten. Es waren 100 aus Steuden und 18 aus Etzdorf.
Bis zum Ende des Krieges wurden weitere Männer aus Steuden und Etzdorf eingezogen, von denen einige den Tod fanden für Kaiser, Gott und Vaterland, wie es so hieß. Der Tischler Otto Born, hier abgebildet als Kriegsteilnehmer, Sohn der Witwe Auguste Born, wurde in den Kämpfen in der Champagne vom 27. bis 30. September 1915, am 30. September zwischen 3 und 5 Uhr nachmittags bei Sospli in der Nähe von Soissons schwer verwundet. Im Handgranatenkampf erhielt er am rechten Arm 3, am rechten Oberschenkel 1, am linken Oberschenkel 4, am linken Unterschenkel 1, am linken Fuß 4 Schüsse und außerdem Verwundungen am Zeigefinger der linken Hand und am Halse. Im Lazarett zu Rödel lag er 4 Wochen, wo ihm die rechte Hand abgenommen wurde. Vom 24. Oktober 1915 ab lag er 6 Wochen in Erlangen in Bayern und vom 1. Dezember ab im Bergmannstrost in Halle-Saale. Jetzt ist er wieder so weit hergestellt, dass er sich frei bewegen kann. Schreiben erlernt er mit der linken Hand. Otto Born verstarb am 11. September 1972 und hat für die Gemeinde Steuden noch einiges Gutes geleistet, wie einige Bilder zeigen sollen. Nicht nur als Gemeindediener war er unermüdlich, sondern auch als Spaßmacher des Ortes. Der nördlich vom Orte gelegene Kalischacht Eva, der, nachdem schon 153 Meter abgetauft worden waren, wurde an die Mansfeld Aktiengesellschaft verkauft. Was diese mit dem Kauf bezweckt, lässt sich nicht bestimmen. Seit April 1923 wird auf dem in Etzdorfer Flur gelegenen, den Riebeckschen Montanwerken gehörigen Schachte Braunkohle im Tagebau abgebaut und in Städten weiter verarbeitet. Thank you.
im Weltkrieg gefallenen Helden von Steuden und Etzdorf wurde auf dem Dorfplatze ein Denkmal errichtet, das allerdings wert gewesen wäre, an dem Orte seiner Entstehung zu verbleiben, da viele Einwohner von einem solchen Denkmal nichts wissen wollten, die Gemeindevertretung aber trotzdem seine Aufstellung beschloss. So wurde von einer Einweihungsfeier abgesehen und der Nebel enthüllte, in Anführungszeichen, das Ehrenmal am Totenfeste. Der Winter 1924 dehnte sich ungewöhnlich lang aus und währte bis tief in den April hinein. Er war auch sehr schneereich, so dass die Schlitten diesmal zu ihrem Rechte kamen. Die Frühjahrsbestellung begann erst im April. Da die Kirchenglocken während des Ersten Weltkrieges abgegeben werden mussten, entschloss sich die Gemeinde, jetzt ein neues, vollständiges Stuhlgeläut zu beschaffen. Geliefert wurde dieses Geläut 1924 von der Firma Schilling und Luthermann Apolda. Hergestellt wurde es in deren Gießerei in Morgenröte, Erzgebirge. Die größte Glocke, ich zeige sie noch einmal, wiegt 38 Zentner. Die mittlere, ich nehme an, das ist die dort hinten, 18 Zentner. Und die kleine, das wird diese hier sein, 10 Zentner. Diese Glocke ist seit vielen, vielen Jahren außer Betrieb, da sie, wie wir ja sehen, einen Sprung hat. Meine liebe Gattin wird jetzt mal einen Schlegel ansetzen, um hören zu lassen, wie eine Glocke klingt. Welche? Hier? Die ganz große, wenn es geht, dort hinten. Und die Leute. Nochmal? Nein. Kannst du bitte mal diese hier vorne? Das würde mich auch sehr interessieren. Nochmal bitte. Nochmal. Und bitte die hintere noch einmal. Zur feierlichen Einweihung war auch die Orgel mit 9 Prospektpfeifen versehen worden. Ein Geschenk von Herrn Nette. Diese Pfeifen bestehen aus einem Gemisch von Aluminium und Zink. Sie kosteten 512 Mark. Auch der Motor der Orgel wurde in der Folgezeit an die Überlandzentrale angeschlossen. Die Aufzeichnungen über Steudens Historie bis hin zum Jahre 1946 wurde nicht unter dem Titel Ortschronik geführt, sondern als Schulchronik, in der auch Gemeinde und kirchliche Nachrichten untergebracht waren, von Lehrern aufgeschrieben. Wenden wir uns einigen interessanten Mitteilungen aus dem schulischen Bereich zu. Weil die Dielen sehr beschädigt, auch die Schulbänke und Tafeln durch den langen Gebrauch sehr abgenutzt waren, wurde in der Zeit von Pfingsten bis Johanni 1877 die Neudielung der ersten Schule ausgeführt. Die sämtlichen Kinder empfingen während der Bauzeit den Unterricht in der zweiten Schule, was zulässig war, da die Vakanz der zweiten Lehrerstelle zur Erteilung des Unterrichts wie in der geteilten Schule nötigte. Die Kosten der Dielung trug die Kirche, die übrigen, wozu auch die Kosten für Abputzen der Wände, Anstrich der Fenster und Türen, Neubeschaffung eines Lehrerpultes kamen, die Gemeinde. Im Frühjahr des Jahres 1890 erhielt hiesige Oberklasse als Geschenk seiner Majestät des Kaisers Wilhelm II. Das Bildnis Kaiser Friedrich III.
Dasselbe ist ein prächtiger Schmuck des Klassenzimmers und zeigt den unvergesslichen Kaiser in Dragoneruniform. Am 17. November 1890 wurde unsere dreiklassige Schule abermals von Herrn Superintendenten Otto zu Esperstedt revidiert. In dem Revisionsprotokolle wurde die Anlage einer Aschengrube, Pflasterung des Schulhofes, Reparatur der Schulscheune und Anschaffung einer Landkarte über die östliche Halbkugel in der ersten Schule und eine zweite schwarze Tafel für die zweite Schule gefordert. Im Sommer des Jahres 1891 wurde die Schulscheune repariert. Die am Schulhof stehende Giebelseite wurde ganz neu massiv aufgeführt, die übrigen Wände mit Backsteinen unterschlagen und die Innen- und Außenwände abgeputzt. Auch ein Pissoir, eine Aschengrube im Hofe neu angelegt und der ganze Schulhof gepflastert. Die fehlenden Lehrmittel wurden ebenfalls beschafft. In den Sommerferien 1910 wurde das Dach der ersten Schule ganz umgedeckt und auch die Dächer der Scheunen und des Stalles gut ausgebessert. Auf Beschluss der Gemeindebehörde erhielten alle drei Schulgebäude im Sommer 1910 elektrische Beleuchtung durch die Überlandzentrale zu Amsdorf. Am 30. August brannte das elektrische Licht in der ersten Schule zum ersten Male. Am Reformationsfeste, dem 6. November des Jahres 1910, wurde nach Beendigung des Hauptgottesdienstes auf dem Kirchen- und Schulplatze vor der ersten Schule in Gegenwart aller Kirchenbesucher unter Ansprache des Herrn Pastor Buse und des Hauptlehrers Offenei zum Andenken an den 100-jährigen Todestag der Königin Luise eine Linde, genannt Luisenlinde, gepflanzt. Später erhielt diese Linde ein eisernes Gitter als Umfriedung und eine Tafel am Gitter mit der Inschrift Luisenlinde zurück zur Chronik, auf ungewöhnliche Weise allerdings. So schreibt die Schulchronik wörtlich: Ein tragisches Geschick wollte es, dass die beiden derzeitigen Lehrer Willi Lorenz und Erich Bichtemann nicht zu ihrer Wirkungsstätte zurückkehren sollten. Am 10. August 1926 verunglückten beide auf ihrer Ferienreise, die sie durch die Zillertaler Alpen führte, tödlich. Im Lande ihrer Sehnsucht, in ihrem geliebten Tirol, ruhen sie nun aus von ihrer Erziehertätigkeit. Hier aber werden sie nie vergessen werden. Waren es doch zwei Menschen, die, ausgerüstet mit hohen geistigen Gaben, dem Lichte, der Höhe zusteuerten und andere mitziehen wollten. Wie manches Mal hat Erich Bichtemann mit seiner Kunstfertigkeit und Musikliebe die Gottesdienste zur wahren inneren Feierstunde gemacht. Wie oft hat Willi Lorenz unsere Familienabende so mit seinem reichen Wissen und Können ausgestattet, dass es den Leuten zum inneren Erlebnis wurde. Am 14. September 1926, abends 8 Uhr, fand in hiesiger Kirche die Trauerfeier für die beiden Verunglückten statt. Die Kirche war bis auf den letzten Platz gefüllt, sogar die Treppen waren besetzt. In die verwaisten Stellen schickte die Regierung zum 1. September 1926 die beiden Herren Kurt Trebstein und Fritz Schenker. Der erstere für Bichtemann, der letztere für Lorenz. Beide mussten vom Schulverband besonders bezahlt werden. Trebstein ist am 3. November 1901 in Erfurt geboren. Nachdem er 4 Jahre die siebenklassige Volksschule in Orlamünde besucht hatte, kam er auf die Mittelschule zu Merseburg. Von Ostern 1916 bis 1919 war er auf der Präparandenanstalt und von 1919 bis 1922 auf dem Seminar in Merseburg. Nach bestandener Prüfung blieb er infolge des Lehrerüberschusses im elterlichen Geschäft. Vom 1. Januar 1923 bis 1. März 1925 arbeitete er als Buchhalter beim Hallischen Bankverein und von hier aus übernahm ihn die Stadthalle zur Verwendung im Schuldienst. Mit Beginn des Schuljahres 1929 nahm die Schule den Betrieb auf dem neuen Spielplatz auf der ehemaligen Schachtanlage Eva auf, den die Gemeinde auf 12 Jahre von der Mansfeld Aktiengesellschaft gepachtet hat. Pachtpreis beträgt pro Jahr 125 Reichsmark und sämtliche Steuern und Abgaben und Unterhaltung des als Turn- und Reithalle dienenden Kesselhauses.
Wenn auch diese Lösung der Turnplatzfrage nicht gerade als ideal zu nennen ist, 15 Minuten Anmarschweg, schattenloser Weg und Platz, so bietet er doch durch seine Größe ein geeignetes Tummelfeld für unsere Jugend. Die Gemeinde bewilligte dann auch ein eisernes Turngerät, bestehend aus Reck, Tau, Kletterstangen, Leiter, Schaukelstange und so weiter, das an der östlichen Seite des früheren Kesselhauses Aufstellung fand. Auf diesem Platz wurde nach achtjähriger Pause am 1. September ein Kinderfest gefeiert. Am 31. Mai 1929 wurde in Teutschenthal die ganz nach neuen Grundsätzen erbaute Schule eingeweiht, die nicht nur für den Ort Teutschenthal, sondern auch für die Umgegend eine Zierde bildet. Anfang Juli 1929 feierte dann Teutschenthal das Fest seines 1000-jährigen Bestehens, dem schon 14 Tage vorher das 800-jährige Jubiläum der beiden Kirchen Teutschenthal voraufgegangen war. Beide Feste hatten unzählige Menschen herbeigelockt, die sicher alle befriedigt über das Gesehene und Gehörte nach Hause zurückgekehrt sind. Sogar aus Amerika waren ehemalige Teutschenthaler zur Feier dieses Heimatfestes herbeigeeilt. Palmarum 1932 wurden 5 Knaben und 10 Mädchen konfirmiert, die am darauffolgenden Dienstag, dem 22. März, aus der Schule entlassen wurden. Etliche fanden zwar eine Stellung, die in Mehrzahl dagegen beginnt das Los der Arbeitslosigkeit kennenzulernen. Zweien von den Schulentlassenen konnte je ein fotografischer Apparat als Schulprämie übergeben werden, und zwar Kurt Werner und Hildegard Hedel. Vor der Entlassung fand zuerst die Gedächtnisfeier für unseren größten Dichter Goethe statt, dessen Todestag sich zum 100. Male jährte. Über allen Gipfeln ist Ruh. In allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vögelein schweigen im Walde. Warte nur, balde ruhest du auch. Im September 1932 unternahm die erste Klasse eine Wanderung nach Lauchstädt, um im Goethejahr die Stätten zu besuchen, wo der große Dichter geweilt hatte. Den stärksten Eindruck machte das Goethe-Theater auf die Kinder, das noch so wie zu Goethes Zeiten erhalten ist. Im Frühjahr 1926 ließ die Gemeinde um das Kriegerdenkmal herum eine gärtnerische Anlage errichten, sodass das Ganze einen etwas besseren Eindruck auf die Fremden macht. Leider hat man sich noch nicht zur Wegnahme des äußerst minderwertigen Denkmals entschließen können. Ebenfalls für das Jahr 1926 steht notiert, die Ernteergebnisse waren im Durchschnitt gut. Der Hafer brachte sehr gute Erträge, es folgten Weizen, Roggen und zuletzt Gerste. Auf dem sogenannten Ränzel sind im Laufe dieses Jahres 3 neue Häuser entstanden: Vogt, Reinhold Kindler und die Gemeinde. Letzteres ist ein 4-Familien-Wohnhaus. Damit ist Aussicht vorhanden, dass die Wohnungsnot hier etwas gelindert wird. Am 20. Mai 1928 waren die Wahlen zum Reichstag und Preußischen Landtag. Die Wahlbeteiligung betrug 82% der Wahlberechtigten. Auch hier, wie überall, haben die Rechtsparteien Stimmen verloren, während die Linke gewinnen konnte. Am 21. April 1928 eröffnete der Gastwirt Schwiefert eine Autoverbindung quer vor Halle, nachdem die Post sich hartnäckig geweigert hatte, diese Linie zu befahren. Leider wurde ihm der Betrieb von der Regierung nicht genehmigt, er fuhr deshalb nur auf Bestellung. Von allen Seiten unserer Bevölkerung wurde dies Unternehmen aufs Freudigste begrüßt und noch mehr benutzt. Es ist dadurch unseren entlegenen Dörfern der lang ersehnte Anschluss an das Verkehrsnetz gelungen. Das Auto fährt 2-mal nach Halle. Die Benutzung nach Halle kostet von hier 1,50 Reichsmark.
Da dieses Auto immer sehr besetzt war, die Linie somit ihre Rentabilität bewiesen hatte, hielt es die Reichspost für angebracht, sich dieser Linie anzunehmen. Sie eröffnete am 5. September den Betrieb auf dieser Linie, unterbot Schwiefert im Preise und am nächsten Tage wurde Schwiefert das Fahren polizeilich untersagt. Der Mann, der sein Vermögen in diese Verbindung gesetzt hatte, wurde mit einem Federstrich ruiniert. Der Winter gegen Ende 1928 begann am 10. Dezember mit ziemlich heftiger Kälte und außerordentlich vielem Schnee. Am 2. und 3. Weihnachtstag trat etwas Tauwetter ein, sodass man schon denken konnte, dass man Winter gehabt habe. Aber weit gefehlt. Am Jahresbeginn 1929 war alles erstarrt. Ungeheure Schneemassen gingen hernieder, sodass fast aller Verkehr stockte. Das Postauto musste mehrere Male aus dem Schnee herausgeschaufelt werden und konnte auch nur noch bis Asendorf verkehren. Als immer mehr Schnee fiel, wurde es überhaupt eingestellt. Und dazu eine noch nie erlebte Kälte. Am 12. Februar zeigte das Thermometer hier 32 Grad Celsius unter Null. Man muss schon 150 Jahre rückwärts gehen, um eine gleiche Temperatur feststellen zu können. Den Menschen erfroren Ohren, Hände, Beine und Nasen. Im Leunawerk mussten an einem Tage 1000 Menschen mit erfrorenen Ohren und Nasen behandelt werden. In den Großstädten standen die Leute Schlange nach Kohlen. Das Wild und die hier gebliebenen Vögel litten fürchterlich und vieles erfror und verhungerte. Am 9. März 1929 trat endlich Tauwetter ein und damit neues Unglück. Die tauenden Schneemassen konnten vom Bache nicht aufgenommen werden und suchten sich nun eigene Wege. In den Abendstunden des 9. März waren die meisten Straßen in Steuden nicht mehr gangbar. Manche Häuser hatten keinen Zugang mehr. Viel Schaden ist angerichtet und doch ging es hier immer noch gut ab, während andere Ortschaften viel mehr unter dem Hochwasser zu leiden hatten. Der Frost war stellenweise 1,20 Meter in den Boden eingedrungen und dadurch waren sehr viele Wasserleitungen eingefroren, sodass eine ganze Anzahl Häuser überhaupt kein Wasser mehr hatten. Die Arbeitslosigkeit war noch im Mai sehr groß. Der Bergbau ruht, das Baugewerbe hat nur ganz wenig Aufträge, da allen Leuten das Geld fehlt. Eine Anzahl von Erwerbslosen ist bereits ausgesteuert, das heißt, sie empfangen keine Unterstützung mehr. Für diese beschaffte die Gemeinde Arbeit, indem sie den Stephansbach reinigen und verbreitern ließ. Besonders an den Kleinweiden wurde der Bach verbreitert und die Anleger führten eine Betonmauer auf, um bei Hochwasser geschützt zu sein. Auf dem alten Friedhof entstand im Laufe des Sommers 1930 ein kirchliches Gemeindehaus, das verschiedenen Zwecken dienen soll. Es wurde am Sonntag, dem 2. Advent, seiner Bestimmung übergeben. Am 1. Juli waren es 60 Jahre, dass sich das hiesige Glasergeschäft im Besitz der Familie Hempel befand. Am 16. Juni 1933 fand die Volkszählung im Deutschen Reich statt. Hier in Steuden wurden gezählt 422 männliche, 426 weibliche Personen in 228 Haushaltungen, in Etzdorf 83 männliche, 88 weibliche in 51 Haushaltungen, somit insgesamt 505 männliche, 514 weibliche Personen in 279 Haushaltungen. Mit der Volkszählung war auch eine Betriebszählung verbunden. Hier wurden 18 gewerbliche und 59 landwirtschaftliche Betriebe gezählt. Die äußerst schlechte Straße Steuden-Etzdorf wurde im Juli 1934 endlich mit Mansfelder Schlackensteinen neu gepflastert. Der Winter 1934 war diesmal nicht besonders streng und lang. Er brachte unseren Fluren nur wenig Schnee und Regen. Doch wurde in den Gärten vielfach viel Schaden durch Erfrieren angerichtet. Die Frühjahrsbestellung konnte ziemlich zeitig vorgenommen werden. Der April war ungewöhnlich milde und die Vegetation schritt sehr rasch vor sich. Ende Mai kamen jedoch starke Nachtfröste. In diesem Jahr trat der Maikäfer massenweise auf, sodass die Schulkinder zum Fang aufgeboten wurden. Der Unterricht konnte vom 16. bis 21. Mai ausgesetzt werden. Es wurden an drei Tagen 4,14 Zentner gesammelt.
Die Entschädigung, die dafür von der Landesbauernschaft gezahlt wurde, betrug 20 Reichsmark. Der Winter 1939-40 war ungewöhnlich lang und hart. Er dauerte ohne Unterbrechung 4 Monate. Die der Schule zur Verfügung stehende Kohlenmenge war bereits im Januar verbraucht. Infolge der Rationierung und der Transportschwierigkeiten, es lag der Schnee sehr hoch, konnte nicht für den nötigen Nachschub gesorgt werden. Nach Beendigung der Erntearbeiten wurde der hiesige Kindergarten am 15. November und der Etzdorfer am 30. November geschlossen. Er war hier eine Neuheit, die sich aber schnell einbürgerte, sodass die Kreisamtsleitung der NSV sich gezwungen sah, zeitweise 2 Helferinnen hier einzustellen. Am 15. August verstarb ganz plötzlich in Halle der Besitzer des hiesigen Gasthofes zum Kronprinzen Willi Fickert im 57. Lebensjahre. Ein sehr geschäftstüchtiger, aufrechter Mann ist mit ihm dahingegangen. Für die Versorgung der Soldaten unserer Ostfront mit warmer Kleidung wurde eine Wollsammlung durchgeführt, die hier 646 Stücke ergab. Ferner mussten die Rudelschlitten von einer bestimmten Größe zur Ablieferung gebracht werden. Von 131 Schlitten wurden 68 abgenommen. Der nun hinter uns liegende Winter war sehr lang und kalt. Auch brachte er gewaltige Schneemassen. Er setzte am 6. Januar ein und dauerte ohne Unterbrechung bis zum 15. März. Der kälteste Tag war der 26. Januar mit minus 24 Grad. Der Schnee lag stellenweise 2 Meter hoch, sodass die Straße nach Schafstedt überhaupt nicht passierbar war. Sie wurde von Kriegsgefangenen freigelegt. Der Verkehr ging über die Felder. Unser Ort war im Februar mehrere Tage von allem Verkehr abgeschnitten. Und als nun am 15. März Tauwetter einsetzte, gab es gewaltiges Wasser. Im Oberdorf ergoss sich das Wasser in Keller und Stuben. Peinhards hatten schon vorher Torweg und Tür ungefähr 1,5 Meter hoch zugemauert. Dennoch drang das Wasser in Hof und Mühle. Die Gärtnerei glich einem See, ebenso die Straße zwischen Kaufmann Hempel und Zachius. Im Februar konnte kein Postauto verkehren. Die Steudener Kinder, die die hallischen Schulen besuchen, hatten beim großen Schnee unfreiwillige Ferien. Im Juni des Jahres wurde der Dorfteich von seinem Schlamm befreit und die Einfassungsmauern und das Geländer erneuert. Es mussten ca. 300 Fuhren Schlamm abgefahren werden. Mit dem Schluss des Schuljahres am 24. Juli 1943 verlassen unsere Schule. Erstens Manfred Zachius, der zur Christian-Thomasius-Schule in Halle übergeht, und zweitens Erich Markgraf, der zur Hauptschule hinüberwechselt. Erich Markgraf geht aus dem 5. Schuljahr ab. 1944. Das neue Schuljahr begann am 21. August. Eingeschult wurden 9 Knaben und 13 Mädchen aus unserem Ort. Hinzu kamen 4 Knaben und 8 Mädchen von denen nach hier evakuierten, die meistens aus Berlin stammen. Mit Rücksicht auf die letzteren wurden diesmal keine Zuckertüten durch die Lehrer ausgehändigt. Sie wurden den Kindern von den Eltern außerhalb des Schulgebäudes übergeben. Das Wirtschaftsamt des Mansfelder Seekreises übergab den Neulingen je einen Gutschein über 250 Gramm Süßwaren, der Anfang Oktober dann in Oberröpplingen von einem Kaufmann eingelöst wurde. Die meisten Schulanfänger hatten keine Schiefertafel und keine Stifte. So mussten teilweise die ersten Schreibversuche mit Bleistift ins Heft gemacht werden. Die Schule erhielt zwar Bezugsmarken für Schiefertafeln, aber bis heute, 11. Oktober, sind noch keine Tafeln geliefert worden. Für die Kinder der Evakuierten waren selbst diese Marken nicht vorhanden. Und das Kapitel Schulbücher ist überaus traurig. Die Kinder bekommen keine Lernbücher mehr zu kaufen, sondern erhalten sie von der Schule geliehen. Die Gemeinde muss die Bücher kaufen, der Klassenlehrer leiht sie aus und zieht die Leihgebühr ein. Diese beträgt bei neuen Büchern 50% des Anschaffungswertes, bei gebrauchten 25%. Wenn nur die Bücher schon da wären. Sie müssen dann von der Eisleber Buchhandlung Franke abgeholt werden. Verpackungsmaterial ist dabei mitzubringen. Wie ist das im totalen Krieg, wo kein Auto mehr fährt und möglichst niemand die Eisenbahn benutzen soll, möglich zu machen?
Dabei handelt es sich doch um größere Lasten, die ein Einzelner gar nicht bewältigen kann. Der totale Krieg ist also das Gebot der Stunde. Anfang März wurden neben 162 Einheimischen 106 fremde Kinder gezählt. Kinder, die dem 5. bis 8. Schuljahr angehören, konnten zum Schulbesuch vorläufig nicht zugelassen werden, da kein Platz vorhanden war. Sie können erst nach der Entlassung der Konfirmanden aufgenommen werden. Die diesjährige Konfirmation fand bereits am 4. März statt. Es waren aus hiesiger Schule 6 Knaben und 3 Mädchen. Dazu kamen 2 Knaben, die auswärts zur Schule gehen, nämlich Franz Richter, Sohn des Lehrers Richter, Lothar Hempel und das Mädchen Sigrid Trebstein, Tochter des Lehrers Kurt Trebstein. Am Freitag, dem 13. April 1945, vormittags 10.35 Uhr, erschienen die Amerikaner in der Hauptstraße aus Richtung Dornstedt.